Studien belegen, bereits Gehen in zügigem Tempo bringt viel für die Gesundheit. 10.000 Schritte am Tag gelten als ideal. Die meisten schaffen gerade mal die Hälfte. Ich mache deshalb einen Selbstversuch und trage ein Gerät, das den Energieverbrauch misst und Schritte zählt. Ab jetzt läuft's. Auch gestern an einem typischen Arbeitstag am Schreibtisch hatte ich es im Einsatz. Mein Plan: Heute nutze ich jede Gelegenheit, mich zu bewegen. Mal sehen, wie viel das bringt. Maßnahme Nummer 1, ich gehe zu Fuß zur Arbeit, zumindest einen Teil der Strecke. Bei jedem Schritt verbrenne ich Kalorien und die verbucht mein kleines Messgerät in einer Leistungskurve. Je mehr ich mich bewege, umso höher der Energieverbrauch. Auch in der U-Bahn zu stehen, statt zu sitzen, ist eine gute Idee. Klar wäre es bequemer, den Aufzug zu nehmen oder die Rolltreppe, aber Treppensteigen ist natürlich Ehrensache. Und sofort gibt es wieder einen kräftigen Impuls nach oben auf meinem Bewegungskonto. Am Computer fällt die Kurve ab. Klar, da passiert nicht viel. Im Schnitt sitzen wir täglich 7 Stunden, jeder vierte sogar 9 Stunden. Also nutzen Sie jede Gelegenheit, um aufzustehen. Ich telefoniere im Stehen, laufe gleich ins Archiv und nicht erst, wenn der Stapel größer ist, und wähle immer mal wieder den weiter entfernten Drucker an. Auch meine Pause geht heute anders. Statt mir wie sonst einen Snack von zu Hause mitzunehmen, gehe ich raus und hole mir was. Zusätzlicher Effekt: Die Gedanken kommen in Schwung. Und nachdem ich am Abend auch noch meine Besorgungen per Rad gemacht habe, bin ich auf die Auswertung gespannt. So, jetzt habe ich die zwei Kurven hier und da sieht man schon auf den ersten Blick einen riesen Unterschied, was die Kurven angeht, vom faulen Tag zum aktiven Tag. Am aktiven Tag bin ich gelaufen und dann in die U-Bahn gestiegen. Da sieht man auch gleich hier um kurz nach 9 den Treppenausschlag. Da bin ich die Treppen von der U-Bahn raufgelaufen. Dann ist so ein bisschen Pause, da saß ich dann im Büro, aber ab 11 Uhr wieder ein Riesenunterschied. Da bin ich viel rumgelaufen, habe telefoniert, habe die kleinen Wege im Büro genutzt, bin zum Drucker gegangen, solche Sachen. Und 13.30 Uhr, ein Riesenpeak im aktiven Tag, da habe ich mir ein Mittagessen geholt und bin dafür aus dem Büro rausgegangen und war unterwegs. So, hier haben wir noch mal eine andere Darstellung. Jetzt schauen wir uns mal die nackten Zahlen an. Beginnen mit den Schritten. Am faulen Tag waren es gerade mal 2.397 Schritte. Wirklich nicht besonders viel. Dagegen am etwas aktiveren Tag. Und wichtig, ich bin nicht joggen gegangen. Ich war einfach nur ein bisschen mehr unterwegs. In meinem Alltag 8.936 Schritte. Das ist mal ein Riesenunterschied. Das ist Wahnsinn. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Interessant auch, an Tag 1 habe ich meinen Körper nur 5 Minuten stärker gefordert und dabei gerade mal 19 Kilokalorien verbraucht. Heute dagegen 1 Stunde und 25 Minuten. Das ergibt erfreuliche 335 Kilokalorien auf der Trainingsseite. Also ich bin schwer beeindruckt. Ich habe heute wirklich nichts gemacht, was mich besonders angestrengt hat. Und trotzdem habe ich viel für meine Gesundheit getan.